In dem Gedicht von Sepp, da erzählt eine Anekdote vom Frühschoppen. Am Sonntag nach der Zähnemess huckt alles beim Wirt beieinander. Die Frauen gingen dabei heim, sie schon an Sonntagsgewand. Und bald darauf kommt der Pfarrer auch. Um die Zeit hat er Durst, eine dunkle Halbe frisch vom Fass mit Brezen und der Wurst. Nur heut, da schaut er grantig drein. Er hat ein Lätschen gezogen, der Gürgel sagt, du Hochwürden, heut schaust du für schon Bedrohung. Ja, das ist wahr, der Pfarrer raunzt und stöhnt an frommem Fluch. Der Erste, die heut beichten war, beicht schon Ehebruch. Und einer schaut den anderen an, so quasi, mit mir nicht. Und nach einem kurzen Schreckmoment erwacht die alte Red. Die Wirtin rauscht rein bei der Tür und hat die Weißwürst gebracht mit Brezen und einem süßen Senf. Da hat der Pfarrer gelacht. Und die Wirtin teilt die Weißwürst auf, dass sie auch für alle reicht und sagt zum Pfarrer, geil, ich war die erste heute bei der Beicht. So ist es leider rausgekommen. Pfiat dich.